Der TuS Chemnitz Altendorf hat eine neue Bodenmatte im Wert von 36.000 Euro erhalten. Diese entspricht den aktuellen Anforderungen und ist notwendig, damit die Spitzenturnerinnen des Vereins weiterhin international konkurrenzfähig bleiben. Großen Anteil an der Neuanschaffung hat dabei Dr. Andreas Kreiter. Er stellte dem TuS Chemnitz Altendorf einen zinslosen Kredit zur Verfügung. Für Außenstehende eine ungewöhnliche Geste. Schließlich ist Andreas Kreiter Gründer und Besitzer des Gym Tittmoni, des einzigen privaten Trainingszentrums für Kunstturnen in Deutschland. Dieses beherbergt mit dem TSV Tittmoni einen direkten Bundesliga-Kontrahenten des TuS Chemnitz-Altendorf. Doch der langjährige Kontakt mit der Chemnitzer Erfolgstrainerin Gabi Frese und der Zusammenhalt innerhalb der Turnergemeinschaft machen diese Unterstützung möglich. Man muss Turnen immer global sehen und die Chancen, wir lernen, Gabi Frese kommt zu uns auch und trainiert unsere Mädels und gibt denen heiße Tipps. Ja. Also es ist ja nicht nie einseitig. Ja. Also wir profitieren genauso ganz enorm davon und das ist uns mit Spaß natürlich eine tolle Sache, dass dieser Austausch stattfindet. Und sowas funktioniert nur, wenn das über deutschlandweit einfach erfolgt, ja, sonst hat man gar keine Chance, in diesem sehr schwierigen Umfeld des Turnens sich überhaupt behaupten zu können. Bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Sofia Mitte Mai waren zwei Turnerinnen des TuS Chemnitz Altendorf vertreten, Sophie Schäder und Pauline Schäfer. Sie trugen mit sehr guten Leistungen dazu bei, dass das deutsche Damenteam erstmals Gesamtvierter wurde. Das beste Ergebnis aller Zeiten. Sophie Schäder erreichte dabei zudem das Finale am Stufenbahren. Sie hatte an dem Finaltag ein kleines Pech, sie hat sich ein bisschen vergriffen, hat es aber noch gerettet und ich denke auch um 5. Platz in Europa nach ihrer Verletzung, die sie hatte, wo wir also gar nicht wussten, ob sie überhaupt mitfahren kann, dann würde man trotzdem sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Und ich bin das auch, ich bin einfach stolz. Und Pauli hat ein neues Element gemacht. Hat sie das erste Mal als erste Turnerin der Welt gezeigt auf dem Balken und zeigt Hauptseite mit halber Drehung. Und auch das ist was ganz Besonderes, wenn man also eine Turnerin hat, die ein eigenes Element präsentiert. In der kommenden Woche steht für vier Juniorinnen des TuS Chemnitz Altendorf die deutsche Jugendmeisterschaft auf dem Programm. Ende August finden für die größeren Athletinnen die deutschen Meisterschaften statt